Sie sind hier 31. Oktober 2018, 13.54 Uhr, von Hauke van Gönz. Lesedauer, 2 Minuten. Die Esports-Profis haben es am Wochenende vorgemacht. Der First-Touch-Finesse-Shot ist aktuell eines der besten Mittel in FIFA 19. Sport 1 erklärt den Trick. Ein kurzer Pass außerhalb des Strafraums und mit der ersten Ballberührung direkt der Abschluss, wahlweise ins lange oder kurze Eck, so einfach funktioniert der First-Touch-Finesse. Der Kunstschuss ist in seiner Ausführung in FIFA 19 nicht schwer umzusetzen. Zwei Tastendrücke und ein Einlenken in Richtung Tor reichen. Vorher reicht ein kurzer Pass auf den entsprechenden Schützen. Bereits in FIFA 18 war dieser Abschluss natürlich im Spiel integriert. Mit der neuen Version aus dem Hause EA Sports gewinnt der Finesse-Shot aber noch einmal an Effektivität. Finesse-Schuss als Top-Trick in FIFA 19 zum Durchführen reicht es, den Ball beim First-Touch über Schusstaste R1 auf der PlayStation oder Schusstaste RB auf der Xbox Richtung Tor zu boxieren, um am Ende ins Netz zu treffen, braucht der entsprechende Spieler nicht einmal sehr starke Werte im Abschluss. Viele Kicker können durch diesen Trick zu Goalgettern werden. twitter.com/eka-hasso/status/1056258594207029656 Beim PlayStation Continental Cup in Paris am vergangenen Wochenende zeigten viele Profis diese Art von Abschluss. Dabei variierten die virtuellen Distanzen zum Tor von 16 bis hin zu 30 Metern. Mit dem Finesse-Shot ist ein Tor sehr wahrscheinlich. Gerade Mohamed Mouaba, Hakus von Werder Bremen, ist einer der Gamer, die bei dem Turnier häufig auf den Trick zurückgriffen. Er stand mit dem deutschen Meister Tim Terzner, Katnavatos vom FC Basel und Timo Timox Sieb vom VfL Wolfsburg im Halbfinale des Cups. Am Ende siegte aber der Amerikaner Jock Sanredonna, der sich im Finale gegen Basel-Profi Katnavatos durchsetzte, lesen Sie auch. Die neue Esports-Season in FIFA 19. So gehen die Bundesliga-Clubs in die Esports-Saison von Hauke van Gönz. Folgende Friedrich Hauke van Gönz, geboren 1993, studierte Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven. Er arbeitete parallel schon für die Es. Mehr.